Schrock. Das ist ein schönes lautmalerisches Wort. Das beschreibt mehr oder weniger das geistige Ausspucken des Cinema Snobs, wenn er tatsächlich irgendeinen Trashfilm sehen muss. Schlock. Ein Wort wie Schlatz. Filmischer Rotz, offensichtlich auf Zelluloid gebannt, könnte dieses Geräusch erzeugen. Aber etwas, das dieses Geräusch definitiv nicht erzeugt, ist irgendein Beitrag aus der Filmografie des großartigen John Landis. Ich mag den Typen. Und ich freue mich vor allem, wenn einer seiner wahrscheinlich unbekanntesten Filme, die hierzulande noch nicht einmal einen offiziellen DVD-Release spendiert bekommen haben, endlich würdig umgesetzt werden. Und nicht nur das, der Film erscheint mit dem Mediabook von Turbine auch als weltweite Blu-ray-Erstauflage. Und das finde ich relativ cool. Da kann man, finde ich, schon fast über dieses Cover ein bisschen hinwegsehen, weil das Cover-Artwork finde ich persönlich jetzt ehrlich gesagt also nicht sonderlich gelungen, ich gebe es zu. Es ist zwar irgendwie ein nett an King Kong und die weiße Frau angelehntes Bild, aber ich finde, es ist in erster Linie einfach zu leer. Es tut sich kaum was auf diesem Cover, es ist kaum was aufgedruckt und es verspricht irgendwie auch kaum irgendwie was Cooles. Dafür haben wir beispielsweise, oh, ich glaube, mich schlockt King Kong von einer offensichtlich eingeschlafenen Frau in den Armen von einem notgeilen Gorilla. Das bringt dann, finde ich, schon etwas mehr trashiges Filmfeeling. Dass sie dann natürlich auch noch eine geschälte Banane in der Hand haben muss, ist dann mehr oder weniger der Klischee-Overkill. Ach, hier ist dasselbe Bild noch einmal. Das gefällt mir beispielsweise schon deutlich besser. Außerdem mit dem Hintergrund, auch mit der Insel, das macht schon ein bisschen was her, zumal hier eben auch etwas mehr auf dem Hintergrund zu sehen ist und nicht einfach nur weiß. Außerdem finden wir hier auf dem Backcover noch Hinweise auf den Inhalt von dieser Edition, dass eben John Landis persönlich auch dabei mitgearbeitet hat, dass wir einiges an Bonusmaterial erwarten können, auf das ich mich schon freue, beziehungsweise, dass es bei diesem Mediabook natürlich auch noch einen Buchteil gibt. Duh. Aber was ich vorher noch herzeigen möchte, das, was ich quasi gerettet habe, was eigentlich außen auf der Verpackungsfolie geklebt hat, war einerseits ein Sticker mit dem Hinweis auf den Kommentar, beziehungsweise noch ein relativ großer Aufkleber, der eben auf die Blu-ray Weltpremiere beziehungsweise auf die Limitierung von 2000 Stück hinweist. Wir finden im Inneren einerseits auf der einen Seite die Blu-ray mit dem Film, andererseits auf der anderen Seite dann die Retro-DVD im 4:3 Format, was ich ja okay finde, aber was mir hier sehr gut gefällt, ist das, was sie auf die DVD drauf gedruckt haben. Das ist tatsächlich pures Retro-Feeling. Außerdem finde ich ziemlich cool, dass wir hier einerseits auf der Seite, wo vorher die DVD war, und auf der Seite, wo die Blu-ray ist, jeweils ein durchgehendes Motiv haben und eben nicht eines, was auf den Unterseiten durchgeht und dann aber in der Mitte vom Booklet unterbrochen wird. So wie das Turbine hier macht und weitestgehend auch Cape Light macht, finde ich, ist es mit dem Booklet, mit dem Mediabook Innendesign einfach perfekt gelöst. Im Inneren haben wir da eigentlich eine wirklich coole Gestaltung bei dem Booklet. Das gefällt mir echt. Es ist ein bisschen aufgebaut wie eine alte Zeitung oder wie so eine Zeitschrift. Das freut mich. Schlock das Bananenmonster. Echt ein Wahnsinn. Das taugt mir echt, wie sie das gestaltet haben, wie sie da auch etliche Poster und alternative Bilder eingebaut haben. Hier offensichtlich die Vorlage für das Mediabook-Cover. Würde mir so eigentlich auch besser gefallen als die Version, die sie dann verwendet haben letztendlich beim Frontcover. Okay. Okay, cool. Also ich hätte jetzt mit viel gerechnet, was bei dem
Rest von dem Booklet kommt, dass sie aber mehr oder weniger einfach ein zweisprachiges Booklet gemacht haben und denselben Text genommen haben, nur eben dann auf Englisch übersetzt. Das ist doch irgendwie recht spannend. Verstehe ich aber bei einem Mediabook, das quasi eine Blu-ray-Weltpremiere darstellt und demnach wahrscheinlich auch entsprechendes internationales Interesse nach sich zieht.